Hallo, mein Name ist Carlo, ich bin Produktexperte bei der Firma Dyson und ich möchte gerne heute eure Frage klären, wo ist der perfekte Einsatzort in eurem Zuhause für einen Luftreiniger von Dyson? Ihr seht schon zwei unterschiedliche Modelle. Einmal ein Modell, was ich auf den Boden gestellt habe, das ist so ein bisschen von der Größe abhängig. Das ist der PH01, der Humidify and Cool. Und einmal der HP04, den kann man wunderbar auf einen Tisch positionieren. Beide Produkte stehen frei und das ist ganz, ganz wichtig, dass sie nicht von Möbelstücken blockiert werden. Das heißt, dass sie nicht direkt hinter einem Möbelstück stehen, wie zum Beispiel einem Sofa, oder dass sie in einer schmalen Ecke stehen, wo sie bei der Rotation blockiert werden. Zusätzlich ist es ganz, ganz wichtig, dass sie nicht in der direkten Nähe von einer Heizung stehen, weil sonst könnten sie ihre Wirkung nicht voll entfalten. Es gibt ein Produkt, das ist so ein bisschen speziell, das ist der Dyson PureCool Me. Wie der Name schon sagt, ist der PureCool Me für meinen persönlichen Wohlfühlbereich. Deshalb würde ich dieses Produkt immer auf den Schreibtisch positionieren, zum Beispiel auf den Nachtkasten oder auch direkt ans Sofa. Also für den persönlichen Wohlfühlbereich, in dem man mit frischer und gereinigter Luft versorgt werden soll. Wenn ihr euch an die paar Punkte haltet, das heißt nicht durch Möbelstücke euren Luftreiniger blockieren lassen, keine Kleidungsstücke oder Decken drüber werfen und nicht so nah an eine Heizung stellen, dann werdet ihr richtig viel Freude mit eurem neuen Dyson-Produkt haben. Ich sage bis bald und ciao!